Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Beim letzten Mal haben wir uns hier durch den Palast der Urquelle gewagt. Was ist das denn hier eigentlich für ein Gefährt? Haben sie da, da wurde wahrscheinlich irgendein Adliger mal drin transportiert und keine Ahnung, vielleicht wurde er auch von diesem Superkarpfen erwischt, der sich hier ja offensichtlich in diesem See befindet. Aber in den See können wir momentan sowieso noch nicht, weil der olle Typ da oben uns die ganze Zeit mit Pfeilen oder irgendwas Blitzmäßigem auf jeden Fall beschießt. Deswegen müssen wir mal nach einem Weg suchen, den Typen da oben erstmal bei dem Sakura-Blütenblauen-Baum zu erledigen. So, aber nebenbei wollen wir hier natürlich ein bisschen gucken. Ey, der spielt Fußball. Nicht schlecht, Kollege. Er kann gut jonglieren, gebe ich ja mal zu. wie viel sind denn das? Ich gehe schon mal wieder auf das Durchdringen des Sabimaru, Alter. Der ist ja schon nicht schlecht, der Kollege. Ach, guck mal, da hinten sind auch noch welche von denen. Einen von denen würde ich halt gerne erledigen, wie gesagt. Guck mal, da patrouillieren auch noch zwei gleich. Uah. Oh, da oben steht auch erstmal. Vielleicht sollte ich mich erstmal um den da oben kümmern. So, um diese, die halt ein bisschen hier noch auf den Dächern stehen. Die scheinen hier auch die Dächer besetzt zu haben. Gut, das wissen wir ja schon. Das hatten sie ja vorher schon. Und gucken wir mal, wie komme ich hier am besten aber hoch? So, und dann... So schon mal nicht. Ich meine, ich kann da hoch. Oh, hallo. Gut, dass die manchmal echt blind sind. Oh, der hat auch so einen Fußball in der Hand. Ja, ich würde ja gern mit dir spielen, aber ihr wollt mich ja einfach immer töten, Freunde. Kann man nichts machen. Normalerweise wäre ich echt voll dabei. Ach komm. Wäre eigentlich auch cooler Boss. Einfach anstatt dem normalen Parryen musst du dann die ganze Zeit Fußball spielen mit dem Typen. Und das Parryen ist dann quasi das wieder rübergeschießt oder sowas. Hätte ja auch mal irgendwas. Weil man kann die Bälle tatsächlich, die beschießen einen dann tatsächlich mit dem Ball. Und man kann ihn dann tatsächlich parryen, den Ball. Also das geht wirklich. Das ist jetzt nicht ein Witz. Wäre halt lustig, wenn es einen Boss halt auch gäbe, der das Ganze noch unterstützt. Ist da oben jemand? Ah nee, aber ich kann da hoch. So, ich muss mal gucken, da war noch irgendwo ein Item. Ach Gott. Da war noch irgendwo ein Item. Aber ich kümmere mich erstmal darum, dass ich die Gegner erledige. So, hier schön gleich wieder vergiftet. Alter, zieht denen das viel. Zieht denen das viel Energie und Haltung ab, ey. Das ist ja richtig mega, die Waffe gegen die. Wird das ja gleich so viel einfacher, ne? So, wir kümmern uns erstmal. Was ist das da drüben denn? Ach, das ist einfach nur eine Reflexion. Ich dachte gerade, das sieht aber sehr interessant aus. Gott, wir können ja hier überall hoch, ey. Ja, übersehe ich doch bestimmt wieder die Hälfte aller Items. Bei der enormen Menge an Wegen, die man hier wieder gehen kann. So, jetzt die beiden da am besten. Da wieder einen dann direkt von hinten erledigen und den anderen... Ah, die haben beide Bälle. Und dann den anderen per Sabimaru. Oh ja, jetzt schießt er tatsächlich. Alter, fuck. Nicht richtig pariert. Der hatte eine komische Flugkurve. Der kann die Bananenflanke, der Olle. Alter. Okay, ich gehe mal ran da. Das ist ja... Das Schöne ist, die können halt nicht parieren, weil die nur einen Fußball haben. Ergibt Sinn, ne? Ergibt schon irgendwie Sinn, aber... Ja, okay. Der hat halt einen langsamen und einen schnellen Schuss. Wenn der da halt wechselt, ist es ziemlich widerlich, da richtig das hinzukriegen. So, die da drüben sehen mich... Ach, da sind hier viele von den ollen Schlangen. Ihr seht mich nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt wahrscheinlich den erledige, kriegen die das da drüben ja wahrscheinlich auch mit. Der eine guckt nur zu hier. Oh, tut mir ja leid. Oha, stimmt, da waren ja noch die habe ich voll vergessen. So, das war Nummer 1. Wow, was war denn das? Was war denn das? Und zack. Alter, das zieht den voll ab. Schießen die hier oder die versuchen die mich mit Dreck zu bewerfen? Man sieht auch, das haut die richtig um. Also die sind dann, wenn die vergiftet werden, sind die enorm geschwächt.
Das hilft halt echt, das Sabimadu. Es hilft halt, also ich muss halt sagen, wie gesagt, ich bin halt auch immer noch der Meinung, dass im Großen und Ganzen die... Hallo, Freunde, jetzt haben die mich gesehen. Jetzt beschießt er mich schon wieder mit einem Fußball. Ich bin halt im Großen und Ganzen noch der Meinung, dass die Prothesen im Großen und Ganzen eher so ganz nett sind. Also gerade gegen die Bosse. Gerade gegen die Bosse, finde ich, sind die Prothesen eher nett, als dass sie wirklich helfen. Aber so in der generellen Welt funktionieren sie... Aua! Funktionieren sie halt echt ganz gut. Alter, hör mal auf, ich bin nicht der Fußball. Oh, hallo, da kommt ja gleich der Nächste. Da hätte ich mit Kiri kontern sollen. Aber so in der generellen Welt kann man die halt echt gut benutzen. Guck mal, der kann halt gar nichts mehr machen, nachdem er vergiftet worden ist. So, vielleicht nehme ich erstmal kurz den. Stimmt, ich habe ja noch Gachi-Ins. Ah, da sind ja immer noch zwei. Ich würde mich aber erstmal nach den Items hier umsehen. Aber Gold kriegt man hier echt gut. Weil ich meine, da war irgendwo ein Item noch. Gold kriegst du hier echt en masse. Das muss man mal sagen. Natürlich nur ein Mibu-Ballon. Aber ich meine, im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Dadurch, dass es halt keine... Also ich meine, ich verstehe, warum es keine Rüstung und Waffen mehr in dem Sinne gibt. Aber dadurch, dass es keine mehr gibt... Oh, hallo. Weitere dieser Hunde. Dadurch, dass es keine mehr gibt, hast du halt das Problem, finde ich, dass die meisten Items, die halt irgendwie rumliegen, nur irgendwelche Standard-Verbrauchs-Items sein können. Und das ist halt dann doch ein bisschen schade, wie ich finde. Es könnte halt, das ist halt das auch Interessante immer noch gewesen, wenn du irgendwelche Ringe oder so gefunden hast in einem Dark Souls. Wie komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich irgendwie anders lang, ne? Wenn du halt zum Beispiel mal einen Ring oder eben ein neues Rüstungsset oder einfach auch nur eine neue Waffe gefunden hast, war das halt immer auch gleich mit einem bisschen Geschichte verbunden. Ich meine, die Geschichte hier ist auch über andere Arten und Weisen und auch teilweise natürlich über die Items erzählt, keine Frage. Das will ich gar nicht bestreiten. Das Ding ist halt, wie gesagt, bloß... Ich finde, da hattest du in Dark Souls halt mehr. Hier sind halt auch im ersten Mal die Items ganz interessant, aber irgendwann, ja, wird's halt dann, werden's halt dann doch immer wieder die gleichen Items. Schon wieder so ein Hund. Was sind denn das eigentlich für Viecher? Ich muss mir die mal von nahem angucken. Die sehen so komisch aus. Ugh, die haben gar keine Nase, oder wie soll ich das verstehen? So, oh, ich habe nur noch 6 Stück, ey. Sind die da gerade gespawnt? Die Leichen da hinten, habe ich das richtig gesehen? Weil es sah so aus, als wären die gerade gefallen. Und tschüss. Wow. Es sah gerade so aus, als wären die da gerade reingefallen. Aber okay. Sehr gut. Aber wir kriegen auch Adamantitschrott. Das brauchen wir auf jeden Fall. Geld gibt es hier halt en masse. Das ist echt gut. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass wir ja den Dämonen freigelassen haben von der... Oh, jetzt haben wir viele... Dinger bekommen, viele Embleme, dass wir den Dämonen freigelassen haben von der Glocke. Das gibt uns ja mehr Items und Gold, soweit ich weiß. Und ich glaube, einen der Skills hatte ich ja auch freigeschaltet. Ach, schon wieder. Einen der Skills hatte ich ja auch freigeschaltet, der uns mehr Gold gibt. Mist, das geht nicht. Okay, den muss ich so besiegen. Oh, hallo, da ist ja noch einer. Eigentumballon. Noch ein Eigentumballon. Ja, bei denen ist halt auch so die Frage. Es ist halt auch so ein bisschen, dass diese Ballons... Also ich meine, ich verstehe... Wahrscheinlich, muss man fairerweise sagen, die sind wahrscheinlich auch eher im ersten Spieldurchlauf interessant, wenn du halt wirklich mal farmen willst. Wenn du halt auch wirklich mal was verlierst. Ich meine, das ist ja etwas, was mir jetzt nun nicht so wirklich häufig passiert ist, ne? Dass ich jetzt Gold oder Erfahrungspunkte oder sowas verloren hätte. So, ich glaube hier... Genau, da ist nochmal so ein Shichimen-Krieger. Ich weiß, dass wir den theoretisch mit irgendwie auf den Kopf springen können, aber ich weiß auch, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch am göttlichen Konfetti liegt. Deswegen nehmen wir das mal und dann statt dem nehmen wir auf jeden Fall den Phönix-Fliederschirm. Zack. Dann einmal das Konfetti. Okay, es lag nicht daran. Ich weiß nicht, warum man es manchmal einfach nicht hinkriegt. Ja, das Problem ist halt... Wow, what? Wieso? Wieso? Da war doch gar kein Grauen. Ich glaube, der macht halt normalerweise am Anfang Grauen und das war bloß nicht richtig gespawnt diesmal. Schade eigentlich. So, komm her, Junge. Ach, shit, ich vergesse ja. Ach, Mist, da kam ja auch noch... Ah, Hunde. Shit. Ich brauche...
sind die Hunde. Zack. Zack. Aua. Okay, jetzt ganz kurz. Den einmal. Glück gehabt. Ist nochmal gut gegangen, irgendwie. Oh shit, mein Ding ist ausgelaufen. Aber ich habe, ich habe wieder eine Wiederbelebung. Gut, sehr gut. Mein göttliches Konfetti war ausgelaufen. Oh, der geht mir auf den Sack jetzt hier. Pam, pam. So, der Fliederschirm ist, was ich will. Falls er mal wieder einen Angriff macht. Nein, genau, unterbrechen einfach. So, jetzt wird er wieder unsichtbar. Genau, so, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ich nehme schon mal das Beruhigungsmittel. Jetzt kommt er auch wahrscheinlich wieder da hinten. Macht er einen Laser? Ja. Haha. So, jetzt machen wir aber die erste Runde. Perfekt. Das war Nummer 1. So, jetzt wird er ja wahrscheinlich wieder unsichtbar. Genau. Und kommt dann ja wahrscheinlich wieder da hinten. Gehe ich mal stark von aus. Genau, macht er gleich wieder einen Laser. Ja. Wow, ganz ruhig, Kollege. Zack, 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 zack. Sehr schön wieder unterbrochen. Ach, schon wieder echt. Jetzt kommt er wieder da hinten. Ich meine, der hat ja nicht viele Möglichkeiten, wo er hingehen kann tatsächlich, ne? Und zack. So, und hep, hep. Ah, shit, mein Konfetti ist ausgelaufen. Ah, schlecht. Einmal den. Und einmal Konfetti. Ach Mist, jetzt hätte ich den, den Dingensangriff schaffen können. So, jetzt habe ich dich gleich. Jawohl, diesmal habe ich es auch pariert. Huch, ich habe ja einen Haufen Schaden gekriegt. So, jetzt haben wir dich doch aber gleich, Kollege. Jetzt machst du nochmal den Laserstrahl, genau. So, und wenn das Ding, das Tolle ist, wenn das Teil aufgeladen ist, der lädt sich auf, wenn man damit, also der blaue bzw. lilane Schirm lädt sich nämlich tatsächlich auf, wenn man mit dem Unheil blockt. Und man kann dann durch Angriff das Unheil quasi auf den Gegner entladen. Lapis Lazuli, kostbarer himmelblauer Lazulit für die hochwertigen Prothesenmodulverbesserungen. Urquell Lazulit symbolisiert Ewigkeit. Was damit geschmiedet wird, wird dank des Segen des göttlichen Drachen nicht brechen oder rosten. Module mit Lazulit übersteigen den menschlichen Intellekt und sind Schätze des göttlichen Drachen. Sehr gut. Dann haben wir das auch hingekriegt. Da stehen noch irgendwelche Unheil-Dinger. Aber solange die mich in Ruhe lassen. Verhüllte Jisu-Statue. Okay, da haben wir den auch erledigt. Ja, Lapis Lazuli ist wichtig für die letzten Prothesenmodulverbesserungen. Ich glaube aber tatsächlich, man kann gar nicht in einem Spieldurchlauf genug Lapis Lazuli finden, um alle Module aufs Maximum zu bringen. Man braucht mindestens einen zweiten Durchlauf, wenn ich mich recht entsinne. So, ich schätze schon mal wieder auf das Ding. So, hatte ich hier jetzt aber ansonsten erstmal soweit alles. Stimmt, die Leichen spawnen halt einfach nach, ne? Ja gut, ist wie in jedem Spiel. Hier fällt es wohl scheinbar nur off. In den anderen Spielen fiel es vielleicht nicht so off. Beziehungsweise in den anderen Gebieten. So, ich wollte bloß gerade gucken, wo die Hunde noch herkamen. Ob es da noch was gibt. Guck mal, hier gibt es noch Geistembleme. Da drüben steht auch so ein Adliger. Das kann ich ja schon mal erzählen. Das ist der Vater, von dem wir in der vorletzten Folge erfahren haben. Die Frau da drüben hat uns ja erzählt, der Vater denkt nur noch daran, den Karpfen zu füttern. Das ist dieser Vater. Der ist ja zu einem Adligen geworden, hatte sie uns erzählt. Und denkt seitdem nur noch an den Karpfen. Shit. Ach komm. Na also. Damn it. Leichter Geldbeutel nehme ich doch auch immer gerne, wobei ich so viel Geld inzwischen habe, dass ich es, glaube ich, komme. Na, wobei, es gibt noch so ein paar Sachen, die wir kaufen können, theoretisch. Wir können noch das Ding vom Schmetterling kaufen, für die Verbesserung auf die Schmetterlinge halt, ne? Was an sich eine ganz nette Sache ist. Ich meine, an sich ist es nicht mal schlimm, weil, oder schlecht, weil es nimmt dir nicht deine Standard, deine Standardsachen. Es gibt dir nur noch zusätzlich Schmetterlinge zu den Standard-Schuriken, also so ist es ja nicht. Deswegen kann man überlegen, aber ich finde, die Schuriken, die sind halt hauptsächlich dafür da, meiner Ansicht nach zumindest, um halt so einen leichten Gegner zu erledigen. Und ich finde, da machen die Schmetterlinge dann in der Regel auch keinen wirklichen Unterschied, ne? Ob da jetzt noch zusätzlich Schmetterlinge kommen? Ich meine, klar, kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einen Unterschied machen, aber ich glaube, in den meisten Fällen wird das eher seltener der Fall sein. So, was haben wir hier?
natürlich. Da sind noch mehr von diesen Adligen. So, hier können wir, da oben sehen wir schon was. Vielleicht hat es der eine schon gesehen. Guck mal, da ist nämlich so ein... Jetzt muss ich bloß gucken, von wo man da rankommt. Da. Oh, guck mal. Weiße. Weiße Salamander. Ja, okay, einfach von unten. Ich wollte cool aussehen dabei. Hallo, was spucken die denn dann auf mich? Auch Gift? Nee, irgendwas anderes einfach nur. Na, von mir aus. Mach das mal. Ah, jetzt sind wir hier unten quasi. Zack. Kommen wir da auch theoretisch? Ja, wir kommen da wieder rein. So. Mal kurz gucken. Hier war da irgendwo ein Item, wenn ich mich recht entsinne. Ah, da. Göttliches Konfetti. Gut, gleich wieder aufgefüllt. So, da haben wir auch einen... Seid gegrüßt. Ich grüße euch. Schon wieder so ein Pott-Typ. Also so ein Topftyp. Den hatten wir doch schon mal im Hirata-Anwesen gesehen. Kennt ihr euch mit Karpfenschuppen aus? Den unbezahlbaren Schuppen des göttlichen Schatzkarpfen. Bringt sie mir und ich werde euch fürstlich belohnen. Der will auch Schatzkarpfenschuppen. Ah, guck mal, der verkauft Lapis Lazuli. Und ein Maskenfragment links. Der verkauft das aber deutlich teurer als der andere. Tropfen Drachenblut brauche ich jetzt nicht. Ich kaufe schon mal das Lapis Lazuli, das kann nicht schaden. Ihr da, wenn ihr jemand anderen in einem Gefäß wie meinem trefft, dann hört ja nicht auf ihn. Aha. Er ist eine Schande unseres Clans. Ein verräterischer Bösewicht, der den großen Karpfen zu seinem eigenen Vorteil töten wollte. Okay, das ist gut. Und deswegen habt ihr ihn wahrscheinlich hier aus dem Land der Götter verbannt. Ergibt Sinn. Ich habe fast alle meine Schuppen zurück. Und das verdanke ich nur euch. Kein Ding. Jetzt muss er für sein Verbrechen bezahlen. Aber Schuppen sind unbezahlbar. Fast als wäre ich ebenfalls unbezahlbar. Da ist ja jemand ein bisschen von sich überzeugt, hä? Ich habe fast alle meine Schuppen zurück. Und das verdanke ich nur euch. Jetzt muss er für sein Verbrechen bezahlen. Okay. Aber ja, der andere meinte ja, wir sollen ihm Schuppen bringen, damit er auch zu einem Karpfen wird. Interessant. Ein wohlerzogener Mann seid ihr. Bitte. Danke. Bringt mir bald mehr Schuppen. Ja, ich schau mal. Ihr seid mir alle ein bisschen suspekt, ihr Typen, muss ich mal ehrlich sagen. Ah, guck mal, mein Geistembleme. Flop. Da können wir aber einfach mal bei dem im Hirata-Anwesen vorbeischauen, ob der was dazu zu sagen hat, zu diesen Anschuldigungen, zu diesen schrecklichen... Ach so, wir können noch eine andere Sache machen, fällt mir gerade auf. Die habe ich in der letzten Folge vollkommen vergessen. Erstmal noch eine Fähigkeit. So, ich wollte doch den... Ah, den Mikiri-Konter hatte ich schon. Flugkampfkunst. Was gibt's hier noch? Das will ich vielleicht... Ah, da brauche ich den Tree hier unten ja noch, ne? Da brauche ich den Tree da unten ja noch. Ich könnte doch das lernen für noch mehr Geld. Aber noch nicht. Warte mal, ich könnte ja mal versuchen... Wo war... Da, okay, das wäre der Tree, alles klar. Das heißt, ich kann ja mal versuchen... Okay, pass mal auf, dann machen wir es einfach mal. Nachtschwalbenhieb. Als nächstes Nachtschwalbenhieb-Umkehr. Und dann gucken wir mal, ob wir noch lebendige Kraft kriegen. Da können wir halt, wenn wir Flammenrohr oder... wenn wir das Flammenrohr benutzen, können wir daraus dann ein... Feuerschwert machen, also Feuer auf unsere Waffe packen. Ermöglicht bei bestimmten Modulen einen Folgeangriff, der dem Schwert den Effekt des Moduls verleiht. Nach der Entwicklung der Technik zog der Bildhauer die Shinobi-Prothese zurück. Er hatte zu viele getötet. Flammen des Hasses loderten. Ah, okay, das ist sein letzter, also vom Orang-Utan der letzte Skill quasi gewesen. So, gehen wir mal ganz kurz, bevor wir ins Hirata-Anwesen gehen, noch mal ganz kurz zur Hochzeitstür. Denn da... Gab es an einer Stelle noch was? Wir hatten ja dem einen Typen das Wasser gegeben, falls ihr euch erinnert. Welches Ninjutsu habe ich? Okay, das Richtige. Wir hatten ja an einer Stelle dem einen Typen ein bisschen Wasser gegeben gehabt, falls ihr euch erinnert. Und können wir mal gucken, was jetzt passiert ist, nachdem er das Wasser getrunken hat. Zack! Und tschüss, Freunde. Ihr kümmert euch mal um gegenseitig... So, dann gehen wir mal hier hoch wieder. Ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es ja auch gar nicht. Alter, wie alles explodiert draußen. Der ist jetzt auch so ein Adliger. Und der scheint uns nicht mal mehr zu erkennen. Ja gut, sorry, Kollege, ne? Tut mir ja leid für dich.
Schatzkarpfenschuppe. 5 Stück? Ich habe gerade 5 Schatzkarpfenschuppen gekriegt. Krass. Das heißt, ich habe ja jetzt schon wieder Zähne, oder? Ich habe jetzt schon wieder Zähne. Ach, du lebst sogar noch. Du hast sie aber schnell erledigt, die Kollegen. Das lasse ich dir mal ausnahmsweise. Ja, mal gucken, was mache ich denn? Ich meine, ich könnte noch was mit den Karpfen... Ja, wisst ihr was, dann halte ich noch, gucke ich mal, ob ich noch 2 Karpfenschuppen kriege, weil dann kann ich das andere Maskenfragment noch kaufen. Und wisst ihr, was wir mal gerade machen? Ich mache das jetzt einfach mal. Wir gehen mal zum Ashina-Umland, zur Treppe. Und kaufen uns dort mal ganz kurz dieses Teil vom Schmetterling. Weil, ich meine, warum auch nicht, ne? Oh, hier wird's auch langsam dunkler, ey. Ja, es soll halt so eine gewisse Zeit natürlich auch vergehen. So, zack. Danke dafür. Kollege. Vielen Dank für den Einkauf, mein Herr. Na los, gönnt euch etwas. Danke. So, du gibst mir mal... Ach, der hat ja jetzt auch mehr, ne? Hat er irgendwas anderes Besonderes? 3000 kam das Ding. Uch. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Ich verlasse mich darauf, dass ihr jemanden findet, der die Schlachtfelder plündert. Ja, glaube ich jemand, nicht. Bitte jemand, der groß und... Ja, ja. 3000. Ich dachte, das Ding kostete 1500. Ja, komm, hier. Nimm 2 davon. Ich meine, wir haben noch 3 Geldbeutel. Ich glaube, wir haben sogar noch genug, um theoretisch noch die... Vielen Dank für den Einkauf, mein Herr. Na los. Für das Maskenfragment für 5000 sogar noch zu kaufen. So, dann gib mir mal das Phantom-Kunai. Beim Werfen ertönt ein Klingeln und der Phantom- und Phantomschmetterlinge erscheinen hinter ihm. Der Schmetterling sammelte schon als Kind Erfahrungen fern jeder Zivilisation auf dem Tosandpfad im Usui-Wald. Dieser ist vernebelt und voller Täuschung und eignet sich somit perfekt zum Trainieren von Illusionstechniken. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Ich verlasse mich darauf, dass ihr jemanden findet, der die Schlachtfelder plündert. Apropos... Bitte jemand, der groß... Ja, apropos Usui-Wald, der Nachname des... Also der eigentliche Name des Uhus ist... ich weiß den Vornamen gerade nicht. Tonsaimon? Auf jeden Fall Usui. Also der Schmetterling hat damals schon im Wald des... Der Familie zumindest, des Uhus, seine Illusionstechniken trainiert. Oder ihre Illusionstechniken trainiert. Und ja, die sind ja deswegen dann wahrscheinlich auch irgendwann ein Bündnis eingegangen. So, Hirata anwesend. Da will ich doch jetzt mal hin. Und nochmal mit dem Kollegen reden. Wenn wir schon mal hier sind. Naja, erstmal hier runter wieder. Flupp. Ich glaube, der andere Weg wäre vielleicht sogar schneller gewesen. Na gut. Au. Ich glaube, der andere Weg wäre schneller gewesen. Weil hätte ich, glaube ich, keine Lebensenergie verloren. Ah, die Karpfen hatte ich ja, glaube ich, schon erledigt alle. So, da drüben war der Kollege. Was sagst du zu diesen Anschuldigungen, die mir hier erzählt wurden? Habt ihr mir Schuppen gebracht? Wenn ihr welche habt, werde ich euch fürstlich belohnen. Naja, erzähl mal was hier, Harunaga. Ihr duftet nach dem Reich der Götter. Und ihr wart so freundlich zu mir. Sehr gut. Ihr sollt nun dies hier haben. Sehr kostbarer Köder. Dies ist ein sehr kostbarer Köder. Wenn Haare aus einem Köder wachsen, ist er etwas Besonderes. Der Hirata-Adlige im Gefäß ist davon besessen, ein Meister zu werden. Durch die Schuppen des Karpfens kommt man deinem eigenen Dasein als Karpfen näher. Ich gewähre dir meinen Schatz. Bringt es zum großen Karpfen im Reich der Götter. Dann werde ich endlich ein Karpfen sein. Und ihr erhaltet meinen geheimen Schatz. Geheimen Schatz, okay, na, da bin ich ja gespannt. Ihr habt noch meinen Köder, oder? Bringt ihn zum großen Karpfen im Reich der Götter. Tut es. Und ihr erhaltet meinen geheimen Schatz. Ich warte. Gucken wir mal. Ich warte. Ja, ja. Ich hab's verstanden. Ich bin es gewohnt, hier zu warten. Das habe ich schon gemerkt. Was ist mit ihm kaputt? Okay. Denkt daran, meinen Köder zu Ja, ja. Ich warte. Das ist bescheuert. Ist das bescheuert. So, gut. Dann einmal mit der Heimkehrfigur zurück. Wo war denn die letzte besuchte Figur überhaupt? Welche Gilden da? Achso, es ist ja dann wahrscheinlich entweder die Treppe oder hier das Hirata-Anwesen. Je nachdem, was zählt, weil wir hier ja hingereist sind. Macht im Endeffekt auch keinen großen Unterschied. Ja, Hirata-Anwesen zählt. Okay, dann ab zurück zum
Palast der Urquelle beim Adligen im Gefäß. Auch ein toller Name für einen Teleportpunkt. Beim Adligen im Gefäß. Eher beim Adligen im Gefäß. Der Adlige, der im Gefäß ist. Was sagst du mir dazu, dass der Kollege mir einen Köder gegeben hat? Habt ihr mir Schuppen gebracht? Wenn ihr welche habt, werde ich euch fürstlich belohnen. Ja. Ich habe fast alle meine Schuppen zurück. Und das verdanke ich nur euch. Jetzt muss er für sein Verbrechen aber fast... Okay. Ich vermute mal, wir müssen hier mehr Schuppen ausgeben, damit wir theoretisch hier weiterkommen. Ich verrate mal noch nicht, was passiert, aber das können wir ja vielleicht später noch gucken. Bringt mir das nächste Mal ein paar Schuppen. Ja, ja. Kein Ding, Kollege. Zack. Nein, ich wollte da hoch. Sag mal, willst du mich verarschen, Spiel? Okay. Komme ich auch von hier unten weiter? Ich meine, ich will nicht wieder die ganzen Gegner hier besiegen müssen. Das wäre traurig. Das wäre vollkommen unnötig, vor allem. Komme ich vielleicht von da drüben wieder hier hoch auf das Dach? Sag mal. Ich komme hier hoch, aber nicht danach ganz oben. Jetzt, na also. Bisschen tricksen muss man und dann passt das auch. So, das Problem ist, die Viecher leben jetzt wieder. Und zack. Tschüss mit dir, tschüss mit dir. So, und irgendwo war noch einer auf dem Boden, ne? Zwei sogar. Zack. Perfekt. So, kommen wir hier wieder raus. Und ich muss nicht nochmal alle Gegner besiegen. Das ist mir halt am wichtigsten gewesen. Weil das wäre jetzt echt ein bisschen anstrengend geworden. Gut. Ganz ruhig. So, da kommen wir nicht rein. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich mal hier unten lang. Ich gehe schon mal wieder aufs Sabimaru. Ach komm, ehrlich. Der hat hier scheinbar Wache gestanden. Der oh, da kommt ja noch einer. Hier, nimm das. Ja, mit dem Sabimaru. Oh. Das hätte ich nicht erwartet, dass er das schafft. Ich dachte, ich hätte ihn schon besiegt. Aber ganz so einfach war es nicht. Ja, du wartest da hinten. Das finde ich ja nett, Kollege. Daneben. Daneben. Ja, da brauchte ich nicht mal ausweichen. Sehr schön. Das läuft ja hier perfekt mit dem Ding. So viel besser, als es normalerweise laufen könnte. Okay. Da tanzt jemand. Vier Leute, das wird schwer. Puh. Also fünf mit dem Tanzen. Oh, hallo. Und zack. Komischen Bogenschützen haben ja scheinbar eh nicht viel. Die komischen, ja, die kann ich auch so besiegen. Da brauche ich auch das Sabimaru nicht. Da kann ich mir noch ein bisschen Geistembleme sparen. So, was mache ich jetzt mit euch? Wahrscheinlich hin. Was für ein Ninjutsu? Pass mal auf, wir können ja das Blutrauch-Ninjutsu nehmen. Hin, Blutrauch-Ninjutsu und dann mindestens noch einen besiegen. Hallo. Und jetzt hier. Schnell fertig gemacht. Sehr gut, das war der nächste. Perfekt. So, jetzt du da noch. Oh, oh, da kommt Blitz an. Ich hab's gehört. Da hat die einfach Blitz hinter mir benutzt, die Olle. Da wollte ich eigentlich springen. Hat mich so... Ach Mann, stimmt, das machen die ja so. Hör mal auf damit. Hier, nimm das. Kriegst du zurück, den scheiß Blitz. Und das war's dann noch nicht mit dir. Nicht schlecht, Kollege. Und zack. Ich hab dich sogar erwischt. Sag mal, ich wollte auch sagen, das sollte es doch jetzt endlich gewesen sein mit dir. Ey, Stufe 2 wieder. Und einmal Drachenquellsage. Eine Flasche, das hatten wir ja schon. Ach stimmt, den können wir jetzt noch zu Emma bringen. Beziehungsweise können wir nicht, weil... Ihr wisst ja, geht ja bei uns nicht mehr. Dann würde ich, pass mal auf, dann würde ich sagen, jetzt zum Ende der Folge haben wir es hier nochmal hingeschafft. Guck mal, beim nächsten Mal können wir uns dann direkt um den Typen da kümmern, der uns die ganze Zeit hier abschießt mit seinem fucking Blitzen. Kümmern wir uns in der nächsten Folge um den. Und jetzt würde ich sagen, ja, seht da noch ganz kurz, was Emma sagt, wenn wir ihr den Drachenquellsage bringen. Und ja, das seht ihr jetzt. So, da sind wir auch schon. Und dann übergeben wir mal Emma den Drachenquellsage.
Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Ah, ich erst. So, bitte Alkohol. Drachenquell. Hier ist etwas Sake. Oh, ist das Drachenquell? Ich nehme etwas davon. Mhm. Na, wie schmeckt er? Herrlich. Was ist los? Nichts. Es ist nur, wann immer Ishin-sama etwas Drachenquell zur Hand hatte, sammelten sich alle in der Ashina-Burg für ein rauschendes Fest. Dann habe ich Dogen-sama immer sich selbst überlassen, um hinter der Burg herumzuschlendern. Hinter der Burg? Warum? Nun, dort liegt der Urquellwirbel. Was ist das? Wenn ihr in Richtung der Urquellen blickt, seht ihr einen großen Wolkenwirbel in der Ferne. Blitze springen von einer Wolke zur nächsten. Ich erinnere mich noch daran, dass Genichiro-sama dort den Schwertkampf trainierte. Die ganze Zeit über starrte er die Blitze am Himmel wütend an. Interessant. Lebt wohl. Da hat er gelernt, das zu nutzen von Tomoe. Kann man das hier sehen? Ich meine, es ist jetzt hier natürlich in der Richtung die Urquellen. Ich sehe da keinen Wolkenwirbel. Hier ist ein bisschen zu zugezogen gerade wahrscheinlich. Können wir ja mal später nochmal gucken, vielleicht, ob wir diesen Wolkenwirbel sehen. Aber gut, das würde ich sagen, war es dann erst einmal von meiner Seite. Und beim nächsten Mal, ja, werden wir weiter natürlich im Tempel der Urquelle, Palast der Urquelle, Tempel, im Palast der Urquelle uns weiter umsehen. Aber wie wir da weiterkommen, das seht ihr erst in der nächsten Folge von Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Bis dahin. Ciao. Okay, hier bin ich nochmal, jetzt wieder in dem anderen Spielstand, wo ein bisschen der Himmel klarer ist. Und guckt mal, ich denke mal, das ist der Wolkenwirbel, das ist auch in Richtung der Urquelle, da ist ja dieser Schlangenschrein auch. Das ist wahrscheinlich der Wolkenwirbel, bei dem Genichiro getrainiert hat. Schade, ich hatte gedacht, man könnte vielleicht ein paar Blitze sehen, aber das sieht man scheinbar nicht. Aber gut, ja. So viel also zu diesem Wolkenwirbel, der ist tatsächlich da, finde ich sehr schön. Schönes Detail. Ja, aber ich würde sagen, das war's dann jetzt wirklich von dieser Folge. Bis beim nächsten Mal, wir uns wieder weiter im Palast der Urquelle umsehen. Bis dahin. Ciao.